Wunderschönen guten Tag zusammen hier zum Webinar Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Das Ganze mit unserem Scalping-Experten Heiko Behrendt. Ich bin gespannt, was der Heiko mitgebracht hat. Er ist auch immer sehr viel erklärend unterwegs. Ich bin aber auch sehr gespannt, was der Markt heute zur Eröffnung macht und was der Heiko daraus macht. Ja, und ich denke, Sie natürlich genauso wie ich. Von daher springen wir mal direkt, bevor ich an den Heiko übergebe, zum Risikohinweis. Denn gerade wenn es um Live-Handel geht, ganz wichtig, das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Vollkommen egal, was der Heiko gleich erklärt, analysiert oder handelt. Das ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Bitte fällen Sie Ihre eigenen Entscheidungen. Das ist ganz wichtig, vorweg von FX Flat immer zu sagen. So, das sollte jetzt allen klar sein. Risikohinweis erledigt. Und dann würde ich sagen, Heiko, du kriegst jetzt hier die Übertragungsrechte. Dann sage ich dir noch gleich, ob du den richtigen Monitor hast. Sieht gut aus, wa? Wunderschön. Guten Tag, wie man so schön sagt. Bei dem Wetter, was ich gerade draußen sehe, bei uns schneit es gerade wie die Sau. Da sieht es eher nach guten Morgen aus, also Sonne weg. Ja, genau. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wie es der Florian schon gesagt hat, ich habe immer ein bisschen Ausbildungsmaterial dabei, heute auch. Und wir schauen uns das mal an, was ich euch da mitgebracht habe. Ich habe nämlich, ja, sehr schön Bildschirm, wie war das jetzt gerade gewesen? Irgendwie, ich muss das hier neu einstellen, weil ich so meine Bildschirme neu angeordnet habe. Vorhin stand was mit Anzeige vertauschen. Du musst das hier machen. Das ist natürlich doof. Ah ja, Anzeigeeinstellung. Nochmal. Genau, so. Zack. Jawohl. So haben wir es. Wir haben ja im letzten Webinar und da habe ich auch einiges Feedback bekommen, per E-Mail sogar, weil das jemand nochmal wissen wollte, gewisse Sachen. Ich hatte euch ja so ein paar Handelskonzepte vorgestellt, wie oder welche ich im Nasdaq nutze. Ich meine, das könnt ihr natürlich auch alles überall nutzen. Ja, genau. Und dann, ich klappe einfach mal alle auf. Ich meine, schlussendlich kann man das auch bei jedem anderen Wert nutzen. Also egal jetzt im Future natürlich. Oder wenn man jetzt nur CFD hat, dann wäre es halt natürlich eher so, dass man nur die linke Seite nutzen oder bis auf das Orderflow-Tool so ganz grob nur das nutzen kann. Wobei natürlich die Möglichkeit besteht, und das ist ja die schlechthin die Ausnahme. Wo ist jetzt hier mein welcher Bildschirm ist immer Horror. So, das Schöne ist ja, was ihr bei FX Flat ja nutzen könnt, ist, dass ihr ja sogar das Level 2 Trading nutzen könnt, weil ihr ja, wenn ihr die Future-Daten abonniert habt, habt ihr ja die Möglichkeit, dieses Level 2 in euer Chart reinzuziehen. Da gibt es auch ein Video dazu, bei mir auch auf meinem YouTube-Kanal, scalp-trading.de. Das heißt, CFD trifft Level 2 oder CFD meets Level 2. Also wenn man auf meinem Kanal ist, gibt es so eine kleine Suchfunktion und da Level 2 eingibt, dann wird man sicherlich das richtige Video dazu finden. Genau, und das kann man ja nutzen. Eisberg-Orders kann man nicht sehen, solange man keinen Footprint-Chart hat. Und Rebob könnt ihr ja auch nutzen, wenn ihr vom Orkan Kuyas zumindest das Tool nutzt. Die Rebob-Bänder als solches sind jetzt nicht dabei. Aber der VWAP als solches, den kann man ja nutzen. Und ich selber habe den jetzt bei mir in meinen Admiral-Charts nicht drin, weil ich sozusagen auch noch eine andere Plattform halt nutze, den Ninja-Trader. Und ich brauche es jetzt nicht doppelt gemoppelt. Also wenn ich handle, reicht mir das, wenn mein Chart bei FX Flat so clear, also so klar wie möglich ist, also wenig Schnickschnack wie möglich drin ist, ja, als wenn ich jetzt hier das hier alles euch zeige, aber da kommt man hier von oben runter geflogen. Ja, und ja, hier seht ihr heute den VWAP und das ist natürlich schon schön. Heute am VWAP gab es doch einiges an Abprallern, selbst in der Vorbörse. Der Markt bis jetzt relativ ganz gut gemacht. Das ist sozusagen hier die grüne und jetzt die rote Linie. Also wenn der steigend ist, ist die Linie grün, wenn er fallend ist, ist die Linie rot.
Genau. Und die Weaver Bänder, ja, mehr oder weniger gut, ne? Aber wenn man so will, da unten in die Bänder reingestochen und gehalten. Ne? Also am Ende ist das wie so eine Art Bollinger Band, nur auf Volumenbasis gerechnet, das Ganze. Genau. Warum nochmal das Aufwärmen der Handelskonzepte, weil ich euch, weil ich gedacht habe, okay, gestern habe ich auch gehandelt im Nasdaq. Ich muss ja sagen, ich habe es nicht im Future gehandelt, sondern im CFD, aber es spielt ja am Ende auch keine Rolle. Und wollte den Trade mit euch nochmal durchgehen, so ein bisschen, denn weil ich eines dieser Konzepte logischerweise dafür genutzt habe, und zwar nämlich das Außencandle-Trading, habe ich hier genutzt. Und das war gestern relativ gut gewesen und genial, kann man durchaus mal sagen. Denn sehr, sehr guten Einstieg erwischt. Ja. So, und da gehen wir mal rein in diesen. Ich muss das hier nochmal neu starten und öffnen. So. Und da gehen wir mal rein in das. Achso, Verbraucherpreise habe ich gestern auch gehandelt. Ja. Mehr, also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht ganz so gut. Im Nasdaq nicht ganz so gut getroffen. Wegen einer schlechteren Ausführung, aber im DAX ganz gut betroffen, genau. So. Hier seht ihr den Trade, den ich da gestern gemacht habe. Auf der linken Seite seht ihr die Außenkerze und ich fand den Verlauf, wir haben ja gestern die News bekommen und ich muss sagen, ich fand den Verlauf, also ich fand schon krass, wie es überhaupt gelaufen ist, aber irgendwie, weiß jetzt nicht, wie es euch gestern ging, ich konnte mich relativ gut in diese Bewegung hineinfinden oder hineindenken. Und hatte durchaus das Gefühl, na, das könnte vielleicht sogar zum Anfang der Bewegung zurückgehen. Und das hat er dann am Ende auch ganz gut gemacht, der Markt. Und vielleicht ich einfach, und sowas ist ja auch für Leute, die, falls ihr gestern verkehrt gelegen habt oder vielleicht den Long zu lange gehalten habt, also auf was habe ich geguckt? Vielleicht einfach nochmal meine Gedanken zum Chart. Und dann können wir nochmal auf den Trade hier eingehen. Genau. Gedanken zum Chart würde ich mal von vorne anfangen. Also wir haben den wirklich Impuls oder diese impulsive Bewegung gesehen mit den Daten. Der Markt ist sehr stark nach oben gestiegen. Für mich im Fokus mit dem Blick auf die Außenkerze war dann erstmal diese letzte Außenkerze hier gewesen. Also es ist keine echte Außenkerze, weil ja die andere davor schon größer war, aber es ist zumindest ein dominanter Block, der mich jetzt da interessiert hat. Dann gab es die, also zur US-Eröffnung wurde es dann relativ volatil, einmal richtig runter, wieder hoch. Und hier bin ich noch davon ausgegangen, ohne dass man jetzt den weiteren Verlauf kennt, also hier bin ich durchaus noch davon ausgegangen, dass der Markt die Chance hat, mit diesem Close da unten sogar komplett weiterzugehen, wie er das auch bei diesen letzten Verbraucherpreisen gemacht hat oder CPI-Daten gemacht hat, wo es ja dann, keine Ahnung, im Dow oder auch im Nasdaq, also im Dow über 1000 Punkte und im Nasdaq, keine Ahnung, 600 Punkte oder irgend sowas da nach oben ging. Ja. So, und dann aber, was ich dann wieder interessant fand, war, also ich habe hier auch, das sieht man jetzt hier nicht mehr. Hier war auch noch ein Long Trade dabei irgendwo. Ja, gestern einige Trades runtergezogen. Und was ich dann halt interessant fand, war diese schwarze Kerze hier, die ja auch eine Außenkerze für mich darstellt. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn du lieber Nasdaq wirklich nach oben weg willst, dann brauchen wir einen Schlusskurs darüber. Und der Markt hat es dann ja 15 Minuten lang nicht geschafft, darüber zu gehen und dachte ich, na, jetzt wird es aber tricky. Und wer den Dow gleichzeitig mit offen hatte, der hat gesehen, dass der Dow eigentlich auch schon immer wirklich wesentlich schwächer war. Und das war für mich dann der Grund, warum ich durchaus dann auch die Short-Seite ja, genommen hatte. Und so lief das dann mit diesen Außenkerzen dann hier runter bis zu der Außenkerze, die hier markiert ist. Und ich habe hier ein paar Trades drinne gehabt. Und der beste Entry in diesen Short Trade, also ich hatte hier einen davor schon mal. Gut, mit Rot sieht es nicht ganz so gut aus. Hier ist noch ein Short Trade drinne, den habe ich gleich ausgestoppt, weil
Ich meine, am Ende habe ich mir auch gedacht, okay, wenn die halt so ein bisschen oben rausgehen, das sieht zwar hier nicht viel aus, aber es sind hier nach oben hin fast 30 Punkte. Dann dachte ich, okay, 30 Punkte. Ja, ich habe hier so mit 2, 4, 6 CFDs gehandelt. Also ich habe die gleiche Größe genutzt, wie ich es ja auch im Mikro-Future nutzen würde, also 2 Dollar oder ja, 2 Dollar pro Punkt. Und bin dann aber wieder rausgegangen. So, und habe dann abgewartet und hier habe ich den richtig guten Treffer dann gelandet. Der Markt ist nach oben gegangen, im Hoch gedreht und als er so runterkam, da habe ich dann den Entry reingenommen. Schön die Außenkerze, dachte ich, wenn die jetzt noch bestätigt wird, der 5-Minuten-Chart, dann wäre es richtig gut. Hier habe ich kurz gezittert, weil ich konnte den Stop halt noch nicht anpassen und musste den halt hier auf plus minus null lassen. Und zum Glück, die nächsten 1, 2, 3, 4 Minuten ist der Markt nicht nochmal so hoch gekommen und hat mich ausgestoppt. Da ich kurz, ne, gezittert jetzt nicht, er dachte, jetzt war ich ja hier schon auch wieder 20 Punkte vorne. Ich meine, 20 Punkte in anderthalb Minute oder in einer Minute. Ja, das ist natürlich schon ein ziemliches Brett halt auch. Und ja, am Ende seht ihr hier, mein Take Profit wurde erreicht für den Trade. Meine Überlegung war, ah, Mensch, jetzt hat der Markt das da unten nun x-mal versucht. Ja, also hier einmal tiefer zu gehen, zweimal überlegt, Mensch, wenn der doch da durchbricht, dann geht es zum Ausgang der Bewegung. Und ja, am Ende habe ich dann einen prozyklischen Trade gemacht. Ist eigentlich jetzt nicht so mein Fall, da unten nochmal einzusteigen in den Short. Ich war, glaube ich, entweder 4 oder 6 CFDs Short gewesen und habe dann hier nach unten hin rausskaliert, also ein hier unten am Tief und dann ein nach unten in der Bewegung. Und ja, hier seht ihr, sind jetzt nur noch 0,5 drin, weil ich kann halt im CFD halt noch ein bisschen einfacher skalieren. Bei der hohen Volatilität ist mir das immer so ein bisschen lieber. Ja, und der Trade ist dann irgendwann hier unten rausgegangen. Also ich hatte es, glaube ich, 138 Punkte oder 136 Punkte waren es dann gewesen. Also war ein schönes Ding. Hier der Stop-Loss wurde nicht gerissen, ja, und dann lief es halt weiter nach unten. Genau. Das war so der Trade. Also so der Blick auf das Außenkerzen-Trading, wie ich es gestern angewandt habe. Und ich habe, wenn man so möchte, fast nicht den 1-Minuten-Chart offen gehabt. Also ich habe wirklich bei der hohen Volatilität gucke ich dann auch schon auch in den 5-Minuten-Chart rein, weil das sieht man sonst gar nicht, weil hier kann es natürlich auch sein, dass man denkt, ja gut, ja, je nachdem, also wenn man es halt vorher, also ich habe es halt vorher auch nicht probiert, weil ich vorher anderweitig beschäftigt war. Also ich habe jetzt hier auch keinen Trade gehabt, aber die Trades wären sicherlich dann auch, wenn ich hier schon mal einen Short probiert hätte oder natürlich hätte den hier getroffen, hier unten im 1-Minuten-Chart, dann klar, dann hätte ich gucken müssen, ob ich den hier oben dann nochmal reingehe, also nachkaufe. Also die Option habe ich eigentlich immer auch, einen Trade mir zusammenzubasteln mit gewissen Anzahl von Positionen. Das weiß ich jetzt nicht, war halt nicht da. Ja. Klar ist, hier unten am Ende hätte ich wahrscheinlich ja auch drauf gesetzt, na komm, brech doch nach unten durch und wäre wahrscheinlich dann auch erst irgendwo hier plus minus null wieder rausgekommen. Ja, und ich habe halt hier gedacht, der bleibt ja an dieser inneren Range dann halt hängen und dann habe ich aber geguckt, Mensch, Alter, das sind ja doch 30 Punkte. Ja, wenn man da mit zwei, drei Positionen drinne ist, muss man gleich mal 200 € wieder riskieren und deswegen habe ich den erstmal rausgenommen, dachte, naja, oftmals machen sie es halt auch genau und das hat hier dann geklappt. Ja, und da ist der kleine Ausstopper dann auch okay. Gut. Ja, das ist mal so der Trade von diesem Handelskonzept Dings, Außenkerzen-Trading. Vielleicht, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal kurz in den Chat reinschreiben. Würde ich sonst noch ein paar Minuten zum Verfall am Freitag noch erzählen, wenn dich das anderes interessiert. Ansonsten würde ich halt direkt auf den Markt mal drauf gehen. Ja, beim Trading muss ich heute mal schauen. Also wenn ich die Vorbörse sehe, da ist mir echt schon schlecht geworden. Reicht, wenn er eine 1 reinschreibt in den Chat oder in dieses Fragenfeld. Gibt es auch einen Chat? Nee, Fragenfeld gibt es noch. Okay. Nee, ah, Chat gibt es ja auch. Ja, genau. 1 reicht. Und wenn nicht, dann 0. Oder entweder, nein, lass mich in Ruhe. Genau, ich warte mal, bis ihr das reingetippt habt.
Na gut, also es steht 80 für Ja, 20 für Nein. Müsst ihr jetzt so durch. Ich mache ja auch ganz kurz. Ich will auch nur eine Zahl eigentlich in den Raum reinbringen für den Verfall, warum es überhaupt die Märkte bewegt. Also ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, weil da fehlt mir jetzt die Zeit, bis der Markt halt anfängt. Und deswegen, ich will nur eine Zahl reinschmeißen, die ich heute dann aus einer Plattform hier rausgeholt habe, damit man auch eine Vorstellung hat, welche Summen zum Verfall da auch dann unterwegs sind und warum das auch den Markt halt beeinflussen kann. Also man muss ganz kurz als einleitende Erklärung wissen, dass wir in einem Markt bei den Optionen ein sogenanntes Delta haben. Dieses Delta wird immer steiler. Also ist die Delta-Kurve, wo ist es hier? So. Das sind 0,5. 0,5. So. Und das hier ist 1 plus 1. Und das ist 0. So. Und es ist halt so, je länger die Laufzeit noch ist, desto schwächer ist dieses Delta. Sieht dann so aus. Und je kürzer die Laufzeit ist, desto steiler wird das Delta, weil das eine Wahrscheinlichkeit ausgibt, wie schnell eine Option halt werthaltig ist oder wertlos ist. Und am letzten Tag sieht es dann so aus, ich mache es mal ganz klein, da sieht so aus, entweder die Position ist Delta 0 oder Delta 1. So. Genau, und hier ist der Basispreis. Ja. Keine Ahnung, 4000 im S&P. So. So, und dann ist entweder die Option, wenn sie bei 4001 ist, ist sie am letzten Tag werthaltig und ist der Markt bei 3999, ja, dann ist die Option wertlos bei 0. So. Genau. Und das ändert sich halt über die Zeit und je länger die Zeit ist, desto schwächer dieses Delta. Und bei diesem Delta gibt es noch eine Ableitung, nämlich das sogenannte Gamma. Und das Gamma misst am Ende die Veränderungen von, ich sage jetzt mal, von hier nach da. Das sieht nicht gut aus. Dann nehmen wir den hier. Wie lange braucht der Markt, um diesen Anstieg, ja, wie viele Punkte sind das hier, um diesen Anstieg zu machen, also die Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt sehen, dass dieser Anstieg jetzt von der Zeit her oder vom Preisverlauf her wesentlich kürzer ist hier bei diesem Verlauf, dieser Anstieg, dann seht ihr ja, der ist ja viel schneller. Das heißt, die Geschwindigkeit, je kürzer die Laufzeit ist, desto steiler wird es. Das heißt, dass das Gamma dazu, also wie schnell muss ich was hedgen, nimmt auch über die Zeit zu. Das sieht so aus, je kürzer die Laufzeit, desto steiler wird das Ganze. Das heißt, desto aggressiver muss der Marktteilnehmer werden, um das zu hedgen. Und dieses Hedging bedeutet, das ist genau das, was den Markt halt jetzt in der Verfallswoche zum Freitag hin auch nochmal ziemlich bewegen kann. Denn das Volumen, was hier drin ist, ist exorbitant hoch als zu früheren Verfallstagen. Und das zeige ich euch mal. Hier seht ihr das Äquivalent in Euro ausgedrückt, was sozusagen hier als Delta gehedged werden muss. Das steht hier unten. Von der Seite Spot Gamma ist das Delta, was hier gehedged werden muss. Und das ist die Summe. Das sind hier 500 Milliarden, die bei den Calls gehedged werden müssen und ca. 250 Milliarden, die bei den Puts gehedged werden müssen. So, und wenn natürlich 500 Milliarden gehedged werden müssen, dann hat das natürlich einen Einfluss auf den Markt. Weil bei einer Option, wenn diese Call-Optionen, wir gehen jetzt mal nicht darauf, wo die jetzt liegen, aber wenn diese Call-Option, also ein Investor, ich schreibe mal I, der hat diese Call-Optionen gekauft, also Plus, dann ist dahinter, machen wir es so, Investor oder von mir aus auch T wie Trader, dann ist auf der anderen Seite der Market Maker, wenn er diese Option, diese Calls halt hat, Calls, Plus, ja, dann ist der Market Maker short in dieser Option und der Hedge von dem Market Maker wiederum, damit sein Portfolio nicht explodiert, ja, dagegen muss er wieder Plus Futures kaufen.
Futures. So. Und das ist genau das, was den Markt zurzeit deutlich nach oben treibt, aber auch deutlich nach unten treiben kann oder halt nur nach oben treiben kann. Weil, wenn halt irgendjemand kauft am Markt, so wie gestern, durch ein externes Event, dann gehen die Calls ins Plus von dem Investor, das ist alles fein. Der Market Maker, denn sein Minus wird immer größer, damit es nicht größer wird, muss er entsprechende Futures halt dazu kaufen. Und dadurch, dass wir hier ein Delta haben, also sagen wir mal bei 4000, haben wir einen Delta von 0,5, bei 4000 Delta von 0,5. Ja, dann entspricht das halt, keine Ahnung, 10.000 Kontrakte. Ja, beim Delta von 0,6 sind es dann schon 12.000 Kontrakte und so weiter. 0,7, dann 14.000 und das geht dann hoch, bis dann das Delta 1 erreicht ist von der Anzahl der Optionen, die dort liegt. Und diese Geschwindigkeit von 0,5 auf 0,6 wird ja immer schneller, je kürzer die Laufzeit ist und je näher der Markt da halt hinkommt. Und das kann halt den Markt jetzt der Tage noch massiv in die eine oder andere Richtung bewegen. Und ihr habt das ja gestern auch im S&P gesehen, wie es dann am Ende den Markt dort von A nach B geschickt oder wieder geschickt wurde, mit welcher Vehemenz. Und ein Großteil dieser ganzen Bewegung liegt in dieser Optionsgeschichte, weil 500 Milliarden, ihr seht das Volumen in den Verfallsmonaten danach, also hier zum Beispiel im Januar der Verfall, wie wenig das dort ist, ja. Das sind so die typischen Größen, die zum Verfall halt drin sind. Und ihr seht einfach, wie massiv das halt hier ist. Also das wären auf alle Fälle jetzt noch zwei, drei sportliche Tage. Die können entweder massiv Vola, also kann die Vola kann relativ stark werden, oder es kann natürlich auch sein, dass der Markt halt wirklich, wenn wir von außen einen Käufer haben, dann muss der Market Maker immer mitkaufen und zieht den Markt halt wie von Geisterhand dann immer nach oben oder nach unten. Ja. Die Optionen, weil die Frage jetzt kam, man muss doch, man kann ja Optionen jederzeit verkaufen, darum geht es gar nicht. Also die Optionen werden meist bis zur Endfälligkeit gehalten, weil halt ein Investor damit eine Strategie verbunden hat. Das Problem ist halt nur, dass der Market Maker, also Optionen werden typischerweise in einem Market Maker-Verhältnis gehandelt und der Market Maker hat ein Portfolio und den sein Portfolio ist gerade, man nennt das Gamma Short, das heißt, der ist sehr viel im ne also stark negativ und wenn der Markt halt steigt, dann muss er das kaufen. Also der Market Maker, dessen Aufgabe es ist halt, diese Positionierung von anderen Händlern zu bedienen, ja, seine Aufgabe ist es, dass er, wenn jemand was kaufen will, dass er halt einen Kurs stellt am Optionsmarkt, ja. Und wenn das halt große Positionen sind, dann muss er sich hedgen, weil bei 500 Milliarden zu hedgen, da ist man auch ganz schnell mal eine Milliarde theoretisch hinten, wenn man sich nicht hedgen würde. Und das kann sich der Market Maker wahrscheinlich auch nicht leisten. Also muss er halt immer am Markt seine Position halt adjustieren. Genau. Genau, also es geht jetzt nicht um das Verständnis, also es geht darum, dass der Flow, also die 500 Milliarden einfach einen Market Impact halt haben zu den ganzen anderen Verfallsmonaten, die dann folgend sind. Ja. Genau, also das ist am Ende das Außergewöhnliche an diesem Verfall. Ich bin gespannt, inwieweit oder wie gut die Market Maker gehedged sind oder ihre Arbeit verrichten können, also ob wir sehr starke Bewegungen in die eine oder andere Richtung sehen. Und man darf auch sicher sein, dass der Market Maker auch gewisses Geld verliert. Das Hedging kostet immer Geld. Ist nicht so, dass es Geld bringt, sondern man verliert beim Hedgen Geld. Aber der Market Maker, das wäre jetzt dann ein Detail, der hat für diese ganzen Optionen auch eine gewisse Prämie eingenommen, also ein gewisses Aufgeld. Und diese Prämie kann er sich einstecken. Keine Ahnung, wie viele Millionen, 100 Millionen das sind. Ja, also auf die Market Maker verteilt, aber am Ende haben alle Market Maker einen und denselben Job. Sie müssen ihr Portfolio halt ausbalancieren und diese Aufgabe, das gelingt ihnen am besten, indem sie entweder die Einzelwerte kaufen oder verkaufen oder entsprechend am Future-Markt als Käufer oder Verkäufer tätig sind. Ja. Da jetzt ins Detail reinzugehen, würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass eigentlich im Vergleich zu den ganzen anderen Verfallsmonaten dieser Verfall deutlich hervorsticht. Eher selten, dass man sowas sieht und das, wie gesagt, kann jetzt mit den ganzen News-Event noch relativ interessant werden. Ja, mal sehen, was heute am Mittwoch geht.
Wir haben gleich die Markteröffnung und schauen uns das mal an. Wie gesagt, kann jetzt sein, dass einer, der noch nie mit Optionen irgendwie Berührung hatte, für den das gerade böhmische Dörfer waren, aber ich hoffe, dass ich es trotzdem so einfach wie möglich jetzt mal im Ansatz erklären konnte und dass man einfach erkennt, dass diese Striche einfach länger sind als die da nachfolgend sind und deswegen der Impact halt durchaus groß sein kann. Genau. So, das mal zum Verfall. Ich wollte dazu noch ein Video machen, aber ich habe es einfach bis jetzt nicht geschafft, das Video zu machen. Aber das Interessante ist immer, wenn ich es wieder laut vor mich her erkläre, merke ich, es ist immer wieder die Überlegung, wie viel an Optionsverständnis setzt man voraus oder halt nicht. Ne? Wenn man da ins Detail noch reingeht, was ist eine Option, was ist die Aufgabe des Market Makers, warum ist der wie positioniert, dann wird es halt ganz schnell ein ganz langes Video. Okay, aber vielen Dank erstmal fürs Feedback, super erklärt. Gut, dann sind wir jetzt hier schon direkt in meiner Plattform, hier im Stereo Trader oder MetaTrader 5 mit dem Stereo Trader und den Future Handel. Ja, ich bin gespannt, was der Markt heute macht. Es gab vorhin noch eine Frage von jemandem. Es gab noch eine Frage von jemandem, dass wie bekommt man so einen Indikator hier, diese EMAs rein? Also das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ihr den Navigator hier öffnet, ich mache den mal, hol den mal hier rein, dann habt ihr hier oben die Indikatoren unter Tendenz. So, unter Tendenz ist es so, dass ihr dann dort, wo ist es? Ich sehe es gerade nicht. Hier Moving Average habt. Den mit gedrückter linker Maustaste in den Chart reinziehen und dann geht das hier auf. Und wie gesagt, rot ist bei mir jetzt 30, dann hier auf noch exponentiell gestellt und dann geht auf OK und dann habt ihr den gleitenden Durchschnitt dann hier drin, so wie ihr den gerade seht. Ihr seht jetzt gerade den 5-Minuten-Chart und ja, jetzt sieht man hier nochmal die extrem hohe Volatilität heute in der Vorbörse. Relativ wenig passiert, leichte Tendenz abwärts. Also müssen wir mal sehen, was da heute geht oder auch nicht geht. Also ja, lassen wir uns mal überraschen. Von der Analyse her, ich würde mal von oben anfangen in der Stunde. Also im Stundenchart ist es aktuell so: Thema Außenkerze. Wir bewegen uns innerhalb der einen Stunde hier. Ich denke mal, die ist offensichtlich. Sollte ich hier vielleicht auch ein bisschen anders markieren in dieser Stunde hier. Die Frage wird jetzt für mich sein, was ist, wenn der Markt in Richtung des Tiefs dieser Stunde reinkommt, also Richtung 11.880 im Future? Der CFD wird ein bisschen woanders stehen, könnte man nachher mal gucken, wo der denn steht. Also was ist, wenn der Markt da unten reinkommt? Sehen wir hier in diesem Bereich eher leichte Unterstützung, sodass der Markt von dort aus im antizyklischen Stile dann wieder steigen kann, so wie das halt gestern ja auch hier passiert ist. Gestern ist ja der Markt auch von dort aus gestiegen und hier auch. Vielleicht, also weiß ich ja noch nicht. Oder sehen wir, dass der Markt hier, das wollte ich noch einzeln halt vergessen, das Tagestief von gestern erreicht und wir halt eine komplette Rückabwicklung auf der Unterseite sehen. Also das wird für mich hier das Spannende werden. Ich werde auch den Markt erstmal kurz die ersten paar Minuten warten, was der Markt dort so treibt nach diesem gestrigen Tag, denn es ist auch durchaus so, dass dieser Tag ja, dass man dann auch überlegt am Abend und die Händler auch überlegen, was bedeutet das, dieser Abverkauf vielleicht, was bedeutet das für den Markt, welche Erwartungshaltung haben wir an die Fed und so weiter. Und ich glaube einfach, heute vor dem Fed-Event ist es so, dass der Markt relativ wild eher hin und her geht, als dass er irgendwie eine schöne Struktur hat. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, mit dem Handel eher zurückhaltend heute. Ja, mal sehen, ob sich hier ein Trade dann in der bis um 16 Uhr ergibt oder nicht. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja. Aber das so meine Gedanken gerade zum Chartverlauf und ja, die Überlegung, ich habe das heute auch schon bei einem anderen Broker gesagt, wo ich den Guten Morgen DAX mache. Die Frage ist für mich, ist das hier dieser Ausbruch nach oben das finale Grande gewesen? Denn was man durchaus hier festhalten kann, ist, wenn der Markt hier oben nicht nochmal reinläuft, dann ist dieser ganze Docht auf Tagesbasis
eher ein Reaktionsbereich gewesen, der dann wieder verkauft wird. Sollte der Markt halt oberhalb dieser oder ja, es schaffen, die Außenkerze darüber zu schließen, dann darf der auch gerne nochmal da hochgehen, also im Trend. Und das sind so die beiden Kriterien, die ich gerade an dem Markt halt habe. Vielleicht hier nochmal ganz kurz auf ein Blatt Papier gebracht. Die Überlegung ist halt, ob der Markt aktuell sozusagen, wir sind über ein lokales Hoch drüber gelaufen, jetzt darunter. Kommt der Markt in diesem Bereich nicht mehr weiter nach vorne, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier zum letzten Tief abklappen. Ob der Markt dann eine Range macht oder tiefer geht, das weiß ich nicht. Oder wenn man sagt, okay, wir setzen doch den Trend einfach fort, den Haupttrend hier, dann ist dieser Rücksetzer nur ein Rücksetzer und der Markt kann durchaus dann auch dann wieder sich hier fangen und dann auch höher gehen und dann auch dieses Hoch rausnehmen und dann weiter steigen. Also das ist so das, wo ich so ein bisschen auf dem Markt oder mal gucken, welche Seite der Markt halt nimmt. Knifflig wird es sicherlich hier oben in diesem Bereich, wo man überlegt, na, geht es wirklich höher oder ist es halt eher, dass der Markt halt tiefer geht. Das wird definitiv eine Herausforderung werden. Ja. Genau. Gut, auf der rechten Seite, so drei Charts, habe ich drei Charts immer ineinander. Meistens, wie gesagt, normalerweise ist da eigentlich mein, warum auch immer, mein Orderflow drauf. Ach, jetzt geht er. Vorhin ging er nicht. So, dann ziehen wir den hier mit drauf. Also das brauchen wir jetzt hier nicht wirklich. Aber da gucke ich halt immer einfach nur so ein bisschen, wie die Relationen gerade sind. Also wer ist stärker, wer ist schwächer. Und ja. So, dann brauchen wir das nicht. So, können wir das hier so machen. Genau. Gut, dann. Ja, hier ist jetzt so, ich habe das ein bisschen verändert. Und zwar, ihr seht das, normalerweise tickt der Future auf 0,25 Punkte. Man hat das hier neu eingestellt und ich habe jetzt hier zwei Ticks, also 0,5 Punkte immer zusammengefasst, weil sonst über die Volatilität ja so hoch ist, da schnippt das nur so hin und her. Und auch das Level 2, das hier ist im Übrigen, also die Daten, die ihr hier seht, die sind aus dem MetaTrader rausgenommen, nämlich genau hier mit dieser Verbindung, mit dieser Brücke hier. Sind die hier reingenommen. Ja? Also das heißt, da sind genau die gleichen Daten drin. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich noch so das Entwicklerproblem, dass hier dann irgendwie das immer mal, das habe ich letztens schon festgestellt, war jetzt die letzten paar Tage eigentlich soweit okay gewesen, dass aber hier doch die Farben dann irgendwie nicht mitkommen. Also da hängt es manchmal dann doch. Also da müssen die nochmal ran. Vielleicht muss man da nochmal einen Fehlerreport melden. Genau. Naja, so, dann tück, tück, zack. Ja, wir können uns aber auch das Level 2 ja hier anmachen, ist ja auch möglich. Ja. Aber es ist im Nasdaq ja bei der hohen Volatilität dann sowieso so, dass man da Chart, sorry, nochmal die Zeit, dass man bei der hohen Volatilität dann sowieso das kaum sieht. Ne? Also das Level 2 nutze ich jetzt ganz, ganz selten im Nasdaq. Also wir sehen in der ersten Minute hier ein. Achso, noch eine, das ist eine interessante Frage, die fällt mir just hier ein, warum ich auch die ersten paar Minuten nicht handle. Und zwar, vielleicht, wenn ihr mal den Nasdaq schon mal gesehen habt, es kann sein, dass der Markt ist jetzt hier, keine Ahnung, 50 Punkte gestiegen. Und es kann sein, dass der innerhalb von einer Minute auch wieder manchmal, oder vielleicht habt ihr solche Eröffnungen schon mal gesehen, dass der Markt auch innerhalb einer Minute die 50 Punkte wieder komplett zurückrennt. Und das liegt daran, im Nasdaq gibt es eine gewisse Besonderheit. Ach, ich habe es letztens nur, weil mich jemand gefragt hat, warum auch immer in den letzten 10 Minuten vor Handelsende so eine hohe Volatilität und so hohes Volumen reinkommt. Das hat ist eine Besonderheit, die vor allem im Nasdaq oder die Nasdaq als Börse geschaffen hat. Und zwar werden in den ersten bis zu 10 Minuten gewisse Liquiditäten mit gewissen Orderarten aus der Kasse heraus an den Markt offeriert. Mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein, habe ich jetzt gerade nicht parat. Und deswegen kann es sein, dass es manchmal in den ersten 5 Minuten vor allem
extrem hohe Volatilitäten gibt, wo man die Richtung, also das heute war okay, sage ich jetzt mal von der Eröffnung jetzt her, aber wo es so ganz schnell läuft, also wo man gar nicht hinterherkommt, vom Schauen her. Ich habe jetzt so einen Tag nicht parat, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine damit, wo der Markt halt extrem schnell im 1-Minuten-Chart auch mal 100 Punkte runtergeht und wieder hochgibt. Das liegt daran, weil eine gewisse Orderart dort ausgeführt wird, die veröffentlicht die Liquidität in Einzelaktien und da wird dann bekannt gegeben, ob dort eher mehr Verkaufsliquidität da ist oder mehr Kaufliquidität und die wird dann absorbiert in dem Future halt. Ist ja auch so eine Crossing-Geschichte von Kasse zu Future und das wird halt irgendwie veröffentlicht und das findet einmal in den ersten Minuten im Kassehandel statt und in den letzten 10 Minuten. Das vielleicht immer so als kleiner Tipp, wenn man sich fragt, warum in den letzten 10 Minuten das dann immer manchmal so durchdreht, der Markt. Der weiß jetzt die Antwort. Ich müsste jetzt noch mal gucken. Ich habe es just in dem Moment gerade wieder vergessen, wie es heißt. Mist. Steht gerade jemand bei mir auf dem Schlauch? Gut, wir gucken mal, ob wir eine Struktur hier sehen. Also ihr seht jetzt hier wirklich mal nur den 5-Minuten-Chart und dahinter gelegt mit Blau und Braun den Stunden-Chart. Ist das richtig? Ja, genau. Und ja, wir sehen jetzt hier halt hier eine ziemliche Trading Range. Jetzt auf der Oberseite relativ unsauber das Ganze. Ja, und mal sehen. Ich weiß keine Ahnung, wo der Markt jetzt hier hin will. Also sieht jetzt eher nach oben aus. Mal gucken. Also jetzt hier reinzuspringen, was haben wir denn an Volatilität jetzt hier? Also 20, $40 für die Minute. Muss man mal gucken. Ne? Muss man mal gucken. Ja, jetzt die Frage, ob er jetzt, also nicht die Frage, aber ich denke schon, dass er hier relativ gut jetzt an die 12.000, 12.017 hochgehen will. Market at Open. Danke. Market at Open und Market at Close. Mensch, vielen lieben Dank an den Michael. Mensch, so. Ah, ja, genau. Market at Open, genau. Und Market at Close. Muss man mal googeln, am besten Market at Open und Market at Close und dann Nasdaq dahinter schreiben. Dann findet man da auch, glaube ich, die Definition dazu. Vielen lieben Dank. Stand da auf dem Schlauch. Genau, und das, ich weiß nicht, in der Früh ist es, glaube ich, kürzer, und am Abend ist es ein bisschen länger. Genau. So, dann ja. Genau, die Kerzen im Hintergrund, weil die Frage gerade kam, Stundenchart, das seht ihr auch, wenn ihr hier unten guckt. Also klar, man sieht es jetzt nicht, wo ich hier ihr seht die Zeiteinheit nicht. Also die schwarz-weißen Kerzen sind 5 und da unten seht ihr Bars 12. Bei dem X-Frame-Indikator, ich könnte das ja auch mal so rüberschieben, damit man das hier sieht. So, 12, ja, da können wir noch mal gucken, hier, wie die Einzelaktien so ein bisschen rumeiern. Und da seht ihr dann 12 mal 5 ist dann 1 Stunde. Ja. Genau, aber ihr könnt hier jeden Wert einstellen, den ihr wollt. Ja, wenn ihr da einen anderen Wert einstellen wollt, dann nehmt den halt. Ja. Wenn er sagt, ihr wollt die halbe Stunde haben, dann müsst ihr 6 einstellen, weil 6 mal 5. Und das Schöne ist, der merkt sich das, wenn ich jetzt hier runtergehe auf den 1-Minuten-Chart, dann ist automatisch dahinter 5. Da ist der 5-Minuten-Chart jetzt im Hintergrund. So, gibt es da was zu tun oder nicht? Also mal gucken, ob der Markt hochgeht. Ansonsten wäre jetzt schon für mich fast wieder eher die Short-Seite, wenn er jetzt hier über die. Wie gesagt, das reicht ja auch, wenn der nur mal 15 Punkte oder 10 Punkte fällt. Also so ein bisschen die Short-Seite hätte ich hier im Blick, weil wir relativ weit oben an dieser Außenkerze dran sind. Was ein bisschen dagegen spricht, ist halt dieser 1-Minuten-Außenkerzenblick. Wichtig, wie gesagt, ihr seht ja nicht, was ich sehe, deswegen erkläre ich das ja auch und fokussiere darauf. Das ist hier dieser Kerze, das ist so auch so ein bisschen, wo ich gerade drauf gucke. Die hat hier gehalten, da unten. Ja, und wenn das hält, dann darf der von mir aus auch weitergehen. Da muss.
Und da so versuche ich mich dann immer in den Markt reinzufuchsen, zu gucken, na, was hat er denn vor? Sehen wir nochmal das da oben oder ah, ja, ist so leicht die Schwäche, könnte vielleicht dann doch auch noch ein Stück tiefer gehen oder ein bisschen höher gehen. Also ich würde jetzt mal Folgendes machen: In Microsoft sehen wir hier leichter, eventuell leichte Kauf, oder? Apple hat noch gar nichts. Und die Amazon und die Google, die Goggle. Oh, sieht auch ganz gut aus. Also was ich jetzt so bräuchte, cool wäre natürlich jetzt so ein Anhandeln an dieser 12.017, das täte mir ja gefallen. Aber hier unten, das wäre dann schon zu spät. Also jetzt Short da unten wäre mir dann zu spät, also den muss man irgendwie oben greifen. Und ich will auch nicht so nah am Tief, das ist ja auch gleichzeitig hier das Tief der 5-Minuten-Kerze. Ja, da will ich jetzt auch nicht. Also wenn, dann möchte ich davor so drin sein, dass man da auch ein bisschen Puffer hat. Ja, wir gucken mal, wenn er jetzt so hoch geht. Ja, also ganz aggressiv wäre hier noch der Long in Richtung 20 Punkte der 17. Jo. Ja, also das ist auch mal wichtig. Man muss sich oder das Setup muss man finden. Ja, also oder das muss einem gezeigt werden. Man sollte nicht zu sehr danach suchen. Ja. Genau. Also wer zu sehr danach sucht und sich dann quält, also manchmal ist es so, ich gucke dann einfach nur, also ich meine, ich habe jetzt die Gedanken, ja, das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, die habe ich ja im Kopf. Da rede ich ja jetzt nicht mit mir, aber am Ende ist es bei mir so, dass ich manchmal einfach drauf gucke und da sehe ich überhaupt nichts und plötzlich entwickelt sich dann ein Bild und dann sage ich, gibt es irgendwie einen Punkt, an dem werde ich dann aktiv. Und manchmal, wie letztens saß ich, da hab ich abends auf was gewartet. Und da dachte ich, Mensch, 19 Uhr, nächste Stunde wartest du mal ab, vielleicht mit der neuen Stunde passiert was. Ne? Ich schon meinen Schatzi angerufen und er sagt, hier, ah, das sieht aus, als wenn hier gleich was passiert, wo ich schon eine Stunde drauf gewartet habe. So, dann 19 Uhr auch nichts passiert. Ich sage, okay, bis 20 Uhr warte ich noch, wenn da die neue Stunde anfängt und dann das nicht passiert, was ich da sehen wollte. Und klar, wenn man jetzt die ganze Zeit da drauf guckt, dann vergeht irgendwie eine Stunde auch gefühlt schnell. Immer so und dann gucke ich drauf und dann dachte ich so, jetzt neue Stunde, jetzt mach es. Hat er auch nicht gemacht und am Ende bin ich nach Hause gefahren dann. Klar ist dann irgendwann 21 Uhr, irgendwas hat er es dann gemacht, aber da war dann die Zeit einfach um. Ja, und so kann es halt auch manchmal sein, dass ich halt durchaus auch, so wie gestern zum Beispiel, erst, weiß gar nicht, wann das war, 17 Uhr irgendwas da angefangen habe in diesem Trade. Mal gucken, wann war denn das gestern Abend? Weil das war ja noch schon relativ spät. Mal kurz hier reingucken, das war 17 Uhr, ja, 17:30. 17:30 habe ich da irgendwie erst gehandelt. Ja, vorher habe ich keine Zeit gehabt, dachte ich, naja, ich habe einen Trade oder ein oder zwei Trades, also jetzt nichts Nennenswertes, da abgefeuert nochmal kurz. Dann hatte ich noch ein Telefongespräch. Da habe ich eigentlich gesagt, ja, so, jetzt mache ich Feierabend. Ja, und dann habe ich mich da nochmal dran gesetzt bis 18 Uhr oder so. Ja. Hat sich gelohnt gehabt. So, also hier ganz klein, klein. Ja, da merkt man also, da weiß keiner halt so richtig, wo es hingeht. Wir haben ja heute, ihr habt das ja auch im DAX gesehen, ne? Der DAX war ja heute auch Elkatastroph, fand ich. Also, wenn man so viele überlappende Kerzen sieht, ja, im DAX. Ich habe den hier nochmal mit offen. Ja, das ist ja hier der Chart des Grauens heute gewesen. Ja. Ja, da eiert das Ding hier erst hier konsequent und total hässlich. Ja. Also mehr seitwärts wie abwärts, aber so hässlich hier runter. Und dann aus dem Nichts dann hier, keine Ahnung, wie viele Punkte das sind, aber 40, 50 Punkte, was sind das? Ja, 40 Punkte und dann wieder ewig seitwärts und dann einmal kurz runter und jetzt wieder so quälend hoch. Also ich für mich weiß, ich habe heute keinen Trade gemacht im DAX, aber ich weiß, ich bin so froh, dass ich dort also dass ich einfach dort nicht gehandelt habe. Weil ich glaube, das wäre für mich, wenn ich den Chart nur sehe, dann weiß ich, was ich typischerweise handle und ich wüsste, dass ich da ganz große Probleme gehabt hätte. Ich weiß nicht, wie euch heute ging, na, aber das war natürlich, also den Chart finde ich, ja. Hier und da mag es sicherlich ein paar Punkte geben, aber ich sehe eigentlich immer nur das Risiko.
bei dem Kerzenverlauf und sich da nicht dann verrückt machen zu lassen, da gehört dann schon auch was dazu. Ja. Ach, im Übrigen, was hier ganz gut funktioniert hat heute, wieder das Tiefste, ich hatte das ja gestern Abend in der Stereo Trader Gruppe gezeigt, dass das höchste Tief oder das tiefste Hoch, ne, hier, tiefste Hoch, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Dürfte hier funktioniert haben. Aber gut, sieht man in der Nachbetrachtung immer wesentlich einfacher. Ja, deswegen, also sieht hier mit so einem Trade. Also ich bin auch nicht so in der Stimmung, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt Attacke machen. Ne? Ich habe manchmal ist auch so, wenn ich den Chart, also ich habe den DAX natürlich dann heute Mittag gesehen und dachte, okay, die sind völlig Banane. Und das erzeugt bei mir dann schon eher so ein, oh, wenn ich das schon sehe und erwarte, dass sowas Ähnliches vielleicht bei den Amis kommt, dann ist das so eine Denkweise, wo ich denke, da bin ich dann eher ablehnt und das führt eigentlich dazu, dass ich dann auch hier, also bei sowas jetzt zum Beispiel, würde ich direkt abschalten, also oder nicht abschalten, sondern ich würde jetzt bis ungefähr 15:55 Uhr warten und gucken, ob dann was geht, also zum Stundenwechsel. Also wenn die Stundenkerze dann fertig ist, da würde ich dann überlegen. Ansonsten würde ich mich in dem Markt aktuell gar nicht engagieren. Ja. Der Michi schreibt, habe heute nur an die Backe gekriegt. Ja, bei dem, wie gesagt, also das ist halt auch, oh hier, EMA Trade wäre, ja, machen wir den noch? Sind wir zu spät? Wir gucken mal. Also EMA Trade wäre hier unten gewesen. Mal gucken. Ob die, also wichtig wäre jetzt, wenn die Kerze hochgeht. SL gleich ran, fupp und aus die Maus. Naja, gut. So. Also EMA Trade wäre hier unten gewesen. Es ist erst so ein. Naja. Kann man natürlich auch halten. Aber das Problem ist, bei der Kerze muss ich ja jetzt den Stop darunter lassen. 15 Punkte, $30. Naja, ein bisschen jetzt hier. So. Man denkt immer bei sowas, dass der Markt das, und das ist auch eine ganz fiese Falle vom Markt, dass man hier denkt, okay, jetzt ist er einmal so runtergerauscht und jetzt muss er doch das nach oben auflösen. Und die Amis machen das in letzter Zeit so selten. Also normalerweise eigentlich perfekt, um hier direkt jetzt nach oben den Ballermann aufzulösen und dann bleiben die da oben stehen und fallen wieder runter, nochmal neues Tief, dann gehen die wieder hoch, wieder nur bis daran und man denkt sich, ey, come on, ey. Ja, also da kriegt mich der Markt auch, ne, am Ende ganz froh, dass ich hier so schnell raus bin jetzt. Aber nichtsdestotrotz, die nächste Minutenkerze, also der Stop wäre immer noch hier unten. Das heißt, wenn man jetzt den Long immer noch fokussiert, kann man hier immer noch mal den Long nehmen, also in einem zweiten Step. Das ist jetzt hier nicht viel. Ja. Ja, 6 Euro. Und das. Yeah. Ist das ein Döner verdient? So, ich wollte mal auf die Frage gehen. Genau, der Michi schreibt, habe heute nur auf die Backen bekommen. Wichtig ist halt für sich auch immer mal zu erkennen, wann, also dahingehend zu erkennen, wann habe ich einen Vorteil im Markt und wann nicht. Und versuchen halt natürlich, also mir gelingt das auch nicht immer, ganz klar, ja. Sondern da zu überlegen, dass man sich nicht vom Markt reinziehen lässt, ja. Der Markt, der will das auch, ja. So, jetzt überlege ich hier nochmal. So, 5-Minuten-Kerze. Die hat noch ein bisschen. Und 2 Minuten. Die Aktien bewegen sich halt ja auch nicht, ne? So. Überlege nochmal, ob ich hier den Long vielleicht nehme. Aber es ist jetzt die letzte Minute. Also, jetzt ist es wieder so, wir haben jetzt gleich die letzte Minute. Das ist die letzte Minute der 5-Minuten-Kerze. Klar ist, wenn ihr jetzt nochmal dahinter fokussiert, das ist ja der 5-Minuten-Chart. Wir sind aber jetzt hier im 5-Minuten-Chart. Darunter, wenn die letzte Minute nicht hochzieht, dann ist dieser Long wiederum halt scheiße. Und wenn es dann runtergeht, ja, dann und die 5-Minuten-Kerze halt genauso schwach ausschaut, dann ist halt auch doof. Es kann natürlich bei der hohen Volatilität immer passieren, dass es eine Minute ausreicht, dass die Kerze am Ende doch wieder höher schließt. Das kann immer passieren. Aber das ist so, warum ich dann in der letzten Minute, naja, dann den Trade vielleicht auch nicht mache. Ja, aber kann trotzdem aufgehen, ja, und wie gesagt, mit einem Stop entsprechend 20 Punkte, den muss man eher setzen, kann man auch so einen Trade vielleicht handeln. So interessant wird es jetzt gleich für mich, was die erste Minute der neuen Kerze macht. Vielleicht gibt es dann nochmal einen Trade, wenn die Kerze doch wieder höher schließt, weil dann ist es immer noch so,
dass hier oben das eine breite Konsolidierung ist. Also die Konsolidierung ist jetzt hier unten. Ja, das kann sein, dass hier eine Order gerade gebastelt wird. Müssen wir mal gucken. Das kann sich jetzt vielleicht sogar bis 15:55 Uhr hinziehen. Ja, und dann entweder zur neuen Stunde oder mit neuer Stunde, dass da erst der Ausbruch wirklich dann kommt. So, also hier hat die letzte Minute, hat dann auch die 5-Minuten-Kerze umgedreht. Also hat es geschafft in dem Falle. Und mal gucken, ob es hier noch ein Stück höher geht oder nicht. Also jetzt haben wir hier die erste Minute. Ja. Doch ein bisschen impulsiv. Das Ganze. So wichtig wird jetzt werten, was passiert jetzt am aktuellen Hoch. Und wie gesagt, rechts in der Stunde seht ihr, da geht es hier darum, dass wir geht's darum, dass wir das Hoch dieser Stunde da halt erreichen. So, jetzt nibbelt er hier schon wieder ein bisschen ab. Ja, ziemliches Hin und Her. Dann noch die Frage: Blau ist welcher EMA? Blau ist 30 und Rot ist 100, wenn mich nichts täuscht. Blau ist 30 in dem Falle und 100. Ja, manchmal ist 30 gut, manchmal ist es halt auch nicht gut. Ja. Also die 1-Minuten-Kerzen relativ stark verschachtelt. Ich mache mal für euch den 5-Minuten-Chart only an, also ohne das Ding, so sieht der 5-Minuten-Chart aus. Und hier, was hier gerade läuft, ist unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze Long über dem Hoch Short. Ist auch eines der Handelskonzepte, ja, ich mache jetzt mal nicht die Präsentation an, also wenn wir hier drauf gehen, ja, also hier antizyklisches Trading über dem Hoch Short, unter dem Tief Long. Bei der Vola kann man sich überlegen, ob man das halt macht, aber er birgt halt auch immer Gefahren, logisch, wie jeder Trade. Also. So, also aktuell hier also lange Kerze, Impulskerze, Seitwärtskonsolidierung, tendenziell leichter Vorteil dafür, dass wir eine Order haben. Wir sehen das hier auch, die Order liegt gerade in der Microsoft-Aktie. Ne? Also schaut immer hier, die Microsoft ist die gerade den Markt halt hochholt. Darunter die Amazon geht gar nichts und auch bei Apple geht nicht so viel. Aber falls jetzt hier der Future-Attacke macht, dann werdet ihr gleich sehen, dass Apple und hier darunter die Amazon dann auch plötzlich einen Peaks nach oben sehen. Ja. Wenn nicht, dann ist immer die Frage, kann eine Aktie das hinkriegen? Letztens haben wir ein ganz starkes Reversal gesehen gehabt im Nasdaq und da war die Amazon-Aktie, die ist da wahnsinnig explodiert auf der Oberseite. Wenn es nur eine Aktie bleibt, die jetzt hier so die Musik macht, dann ist das ist das typische Bild. Ja, also wenn die Kauforder einer Einzelaktie nicht extrem groß ist, dass sie auch die Future-Händler über die Arbitrage mit rauspresst, dann ist genau das Thema hier. So, jetzt muss man halt überlegen, also was wir jetzt haben vom Status her, ist eine Order in der Kasse, nämlich in einem Einzelwert in der Microsoft. Die ist jetzt eher ein bisschen besser gelaufen. Und ihr seht jetzt gerade doch diesen Range-Charakter. Genau, fällt mir gerade nur so auf. Just in dem Moment. Genau. So, was machen wir draus? Also, Konzept wäre eher Range Trading mit Option Ausbruch, falls die Order sich auch in den anderen Werten jetzt mitkommt. Das heißt, am Tief Long, am Hoch eher Short. Der Ausbruch aus der Range wird wahrscheinlich nur passieren, wenn auf der Oberseite der Ausbruch wird nur passieren, wenn die Apple-Aktie als Beispiel hier auch jetzt ihren Widerstand brechen kann von gestern und da drüber zieht, ja, dann kann es was geben. Nach Ausbruch nach unten wäre in Microsoft die Order ist durch und die Aktie fällt dann genauso wie auch einige andere Werte und dann könnte es auch wieder nach unten gehen. Also wie gesagt, gerade kein schönes Chartbild. Ja, aber da kann man auch hier im 5-Minuten-Chart bleiben. Ja, und am Ende handelt man denn würde man da seht ihr es jetzt. Jetzt kommt die Apple-Aktie mit. Ja, die will jetzt den Ausbruch und jetzt seht ihr gleich hier, wie auch da jetzt der Ausbruchsversuch jetzt hier nach oben kommt. Also man hat, wenn man da richtig schnell ist, ich weiß nicht, ob man es gefühlt hat, dass die Apple-Aktie gerade losgegangen ist und ich sag mal so, wenn man schnell klickt, hat man manchmal das Gefühl, dass klar, der Future ist genauso schnell am Ende, aber
Manchmal fühlt sich das an, dass man die Bewegung links sieht und rechts im Chart geht es halt doch nochmal ein paar Punkte höher dann so. Ja, also da entwickelt sich gerade was, also durchaus. Aber so richtig bin ich mir auch noch nicht sicher, wie lange halt, also jetzt muss man halt gucken, wir haben es jetzt gleich 16 Uhr. Und bis jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich jetzt nicht massiv irgendwie engagiert habe. Hier unten der Long, wie gesagt, in der letzten Minute der 5-Minuten-Kerze ist das nicht mein Long, nicht wirklich, sieht aber am Ende der 5-Minuten-Kerze das gut aus. Die Rückläufe hier sind völlig normal, weil wir halt nur ein oder jetzt vielleicht zwei Werte haben, die mitgehen. Deswegen sieht dann der Chart darunter halt eher so hässlich aus, dass er halt so ein, halt hier so ein Zickzack läuft, also so richtig so, ja. Weil halt nur eventuell ein Wert steigt, der steigt und plötzlich der andere Wert fällt, ja, oder die gerade steigen, hören auf zu steigen, dann geht es halt auch gleich runter und da sind halt dann schon sehr, sehr viele Algos aktiv. Ja. Ja, jetzt muss man halt überlegen, was geht denn? Aber das vielleicht noch mal zum Status quo des Marktes gerade, dass der Markt gerade so aussieht, weil halt der Future aktuell nicht dominant ist, halt, sondern wir nur Kasse haben. Genau, das einzuschätzen ist auch immer, finde ich, durchaus ein Hinweis, wie man sich vielleicht im Handel verhält. Können jetzt hier nochmal auf den 1-Minuten-Chart gehen, dann sehen wir hier dieses Überlappende, aber am EMA lang gehangelt. Und das ist durchaus typisch für eine Kasseorder, dass der Markt sich am EMA lang hangelt, aber nicht wirklich wegbewegt. Ja. Muss man halt echt Lust drauf haben, weil hier muss man sehr aktiv sein. Mit kleinsten, keine Ahnung, so mit 5 Punkte, 10 Punkte muss man sich hier zufrieden geben. Bis dahin, bis dann die Order wirklich so ankommt, auch im Future, dass der Future vielleicht mal die Attacke macht und plötzlich im Future so eine 20-Punkte- oder 30-Punkte-Kerze entsteht. Ja. Also wenn jetzt hier vielleicht dagegen einige Shorts sind, in diesem Umfeld, dann könnte man hier oben den Plop sehen. So 15 Punkte, 20 Punkte an unserer 17 auch dran. Ja, und das wäre halt passend mit dem Stundenwechsel. Kann aber jetzt auch sein, was jetzt auch passieren kann, ist, dass die Orders durch sind, Microsoft und Apple. Und plötzlich sehen wir genau mit Beginn neuer Stunde so eine Kerze. Weil die Short sind, hier entsprechend ihre Position hier drin aufgebaut haben, die Orders sind da durch und dann kann der Future hier richtig Attacke machen und Gas nach unten geben. Aktuell kommt er ja nicht nach unten, weil die Short-Seite aktuell gegen diese Kauforder hier arbeitet. Ja. Ja. Also das ist auch eine Möglichkeit mit neuer Stunde. Ich will es nur gesagt haben. Ja, damit man es so ein bisschen auf dem Schirm hat. Ja. Und wenn jetzt hier wirklich viele Shorts drin waren, dann, aber es sind ja wirklich nicht viele drin. Ihr seht das rechts, 3.700, da oben 3.700 Kontrakte. Also hier wurde schon eher mehr Long gebaut. Also die Algos gehen natürlich mit der Kasse so ein bisschen halt mit. Ne? Also hier könnte man sozusagen in so einem Market Maker Style, ja, könnte man, solange das so läuft, kann man eigentlich immer hier reingehen, Limit Buy, Limit Sell, Limit Buy, Limit Sell, Limit Buy, Limit Sell, aber das ist natürlich hinterher mal einfacher gesagt. Ne? So. So, entwickelt sich. Jetzt kommen wir hier zum Ende der Stunde, noch 2 Minuten dorthin. So, machen wir hier nochmal den 5-Minuten-Schalter an. Da ist er, da drunter. Jo. Ja, wenn man sich traut, genau am EMA zu klicken, ja, und nicht wartet, bis der weggeht, dann hatte man hier ein, zwei gute Trades gehabt. Also vor allem den Rücksetzer, ja, wenn man den verkraftet, ist auch okay. Das ist ja auch jetzt nichts Dramatisches. So, dann. Also hier habe ich noch eine Frage. Hallo Heiko, wie lange läuft der Einsteigerkurs? Der Einsteigerkurs? Also ich habe zwar einen Grundkurs Scalp Trading, aber der ist jetzt nicht wirklich auf den Nasdaq Future gebrandmarkt, aber da kommen diese Themen wie Order an der Kasse, wie verhalte ich mich da, was muss ich da mit beachten, wie sollte ich da mein Trade, also hier macht es zum Beispiel gar keinen Sinn, mit Stop-Loss nachziehen zu arbeiten. Ja. Hier ist es eigentlich reingehen, TP setzen, reingehen, TP setzen. Klar ist, man kann immer mal den Spike dann erwischen, also das finale Grande, wie ich es immer so schön sage, aber
Prinzipiell ist das hier eigentlich eher so ein Arbeitschart. Ja. Oder man muss den Stop halt die ganze Zeit bei plus minus null lassen. Also wenn man jetzt wirklich hier einen Long Trade drin hat als Beispiel, also man sollte eher versuchen, unten long zu gehen, nicht oben. Ja, und dann sollte man, muss man den die ganze Zeit BE lassen, bis der Markt halt irgendwie einen Level XY erreicht hat, was man, wo man gerne raus möchte. Ja, immer mit der Gefahr, dass halt auch der Markt auch so da wieder zurückkommen kann auf null. Ja, das muss man halt überlegen. So, jetzt halt die Frage, ist die Order durch, ja oder nein? I don't know. Genau. Also von daher, also der Kurs, den ich da anbiete, auf der Seite einkommenstrading.de, der, wenn man das wirklich, das ganze Wissen dort verinnerlichen möchte, dann braucht man mindestens ein halbes Jahr. Minimum ein halbes Jahr. Also es ist, also durchgeschaut ist er schnell, weil es sind nur 34 Stunden. Aber wenn man es wirklich verinnerlichen will, mindestens ein halbes Jahr, und selbst Leute, die meinen Kurs besucht haben, nutzen dann nochmal die Möglichkeit, sich mit mir auszutauschen in meiner Skype-Gruppe oder auch so direkt, um dann nochmal auch Detailfragen zu stellen. Ja. So, dann war noch eine Frage. Also, ihr seht hier dieses Kassegedattel ist genau das, weil links diese drei Charts, ich meine, das sind zwar nur drei von 100, aber sie haben ein relativ hohes Gewicht. Ja, und ja, mal gucken. Also, der Future ist nicht dominant, das ist nur die Kasse. Ja, und das Dattel, das ist, also wie gesagt, man kann das handeln, aber da muss ich von Anfang an. Also wenn ich das, also es gibt Tage und es sind aber trotzdem wenige Tage, also wenn ich so einen Tag habe und ich kann diesen Rhythmus aufnehmen, dann kann ich das auch handeln. Aber es ist ja wirklich, es ist halt mittlerweile anstrengend, wenn man da, also ich habe dann da ganz viele Trades offen, Positionen hoch und runter fahren, und am Ende kann es sein, dass man am Ende nichts verdient hat, weil wenn die Order aufhört und man baut halt wieder, also man würde hier immer im Rücklauf Trade aufbauen, dann nach oben wieder abbauen, Trade aufbauen, wieder abbauen. Und das Problem ist, am Ende der Order geht es halt immer so, dass man dann hier den Trade wieder aufbaut, und der kostet einen dann halt so viel, dass wenn man dann hier rausgeht, ja, hat man nichts verdient. Ne? Also man muss eigentlich den Markt rechtzeitig verlassen. Ich möchte halt dann immer gerne am Ende dieser Bewegung diesen Plop sehen, aber halt auch mit Size. Und das ist halt das, was es dann halt kostet. Wenn der kommt, dieser Sprung, dann ist es okay. Aber wenn er halt nicht kommt, ist es einfach nur viel Arbeit, viel Kosten produzieren. Ja. Aber wenn man drauf steht, kann das auch erfolgreich sein, und man ist manchmal erstaunt, wenn man den Markt rechtzeitig verlässt und denkt sich, alles krass, keine Ahnung, hier in der 20-Punkte-Range trotzdem 100 Dollar verdient oder so. Ja. Aber wie gesagt, am Ende ist das Risiko nicht zu unterschätzen, und es ist halt auch immer so, das Ding kann jederzeit enden und dann hat es nichts gebracht. Und deswegen mache ich es eigentlich. Also wie gesagt, ich würde jetzt warten, oder jetzt muss ich halt warten, bis sich die Struktur des Marktes ändert, oder ich jetzt überlege, ob ich weiter in der Struktur dieses Marktes bleibe. Ja, und wenn man Positionen wieder aufbauen würde, wäre halt die erste Position halt hier unten, genau an dem EMA dann dran. So, da muss man halt dann überlegen, könnte die Order noch weitergehen oder ist sie halt zu Ende mit neuer Stunde? Ja, und da muss man halt dann sagen, drücke ich oder drücke ich nicht? So. Ja, so, das kann man jetzt gleich wahrscheinlich entscheiden. So, wenn ich dann wieder in die Einzelaktien reingucke, ja, jetzt kommt die Amazon so ein bisschen. Seht ihr das da unten? Die ersten beiden oben fallen, ist schwarze Kerze, und der Amazon hat jetzt weiß. Ja, also da könnte das Spielchen noch eine Ecke weitergehen. Ja, wird richtig nervig. Wahrscheinlich ist es jetzt auch ein, ja, wie gesagt, also dieser eine Move oder die eine Bewegung, die ist vielleicht daraus aus so einer Bewegung resultiert, ja, die kann es durchaus noch geben. Ich wollte jetzt noch mal schnell kurz reingucken, wie das Delta ausschaut. Also die Verteilung sozusagen. Jo, hier sieht man jetzt das Delta. Ja, also da ist der Markt eigentlich schon ganz gut mitgegangen. Also das heißt, der Future-Handel ist im Markt mit. Ja, also ihr seht das hier unten. Das Delta repräsentiert alle Market-Käufer versus Verkäufer. Also das heißt,
Die Algos, die da drinnen handeln, handeln sozusagen in dem Gewabber der Kasse mit. Und deswegen sieht es so aus, wie es halt ausschaut. Ja, und die Algos, ich habe das ja schon mal gezeigt, da müsste ich hier so Market Maker Style machen. Das heißt, man baut hier Limits rein. Und oben Sell Limits rein. So, und jetzt kommt der Markt dann hier vorbei und nimmt das Sell Limit, das Buy Limit, das Sell Limit, das Buy Limit, das Sell Limit, das Buy Limit. Ne? Und dann geht das. Und da können die Algos hier, das ist die Spielwiese derer, die jetzt sozusagen dieses Market Maker Style halt handeln. Die müssen eigentlich nichts machen. Ne? Und können jetzt hier, ich kann ja hier kein Demo-Handel machen. Aber wir können ja hier mal auf Simulation gehen. Das kann ich kann das ja, also das muss man eigentlich hier im Order, also hier in dem Tool machen, aber da müsste jetzt einiges umstellen. Das geht jetzt nicht, naja. Aber wie gesagt, man kann sich vorstellen, im Future ist es so, 10 Punkte oder 5 Punkte sind immer $100. Und in so einer Bewegung, das ist dieser Plop. Ja. Mal gucken, ob da noch ein bisschen mehr geht. Da fehlt noch ein bisschen was. Also ist noch keine Future-Dominanz so richtig da, aber das wäre der Plop, falls hier doch jemand verkehrt ist. So, jetzt haben wir hier den Ausbruch aus der Außenkerze mit der neuen Stunde. Mal gucken, ob noch ein bisschen mehr kommt. Also ist immer noch nicht das. Mal gucken, ob man das noch sehen. Also am Ende werdet ihr sehen, die Kerze, die ich meine, die hat einen anderen Charakter. Also das Wackeln der Kerze hat dann einen anderen Charakter. Das ist dann sozusagen ein Schuss. Ja. Das hier ist ja nur gewackelt. Ja. Und wenn im Future jemand verkehrt lag, dann gibt es halt eine Kerze. Ich sag mal jetzt, aktuell läuft das so, die Kerze, die 1-Minuten-Kerze so. Ja, so läuft die 1-Minuten-Kerze, die zittert sich so den Weg. Und wenn im Future irgendjemand verkehrt lag, dann geht es so. So kann man das beschreiben. Ja. Aber wackelt sich ja tapfer nach oben. Also Orders weiterhin in Apple hier interessant. Microsoft wieder aufgesprungen, geht wieder los. Ja, und jetzt wackelt, aber da fehlt, mal gucken. Weil jetzt immer in rechts, ob man das gleich sehen, was ich meine, dann wird es ein bisschen schneller. Naja, also ich habe mich jetzt da nicht reingegroovt. Wenn das halt genauso weitergeht, wird es auch mit neuer Stunde, dann ist es halt, wie gesagt, okay, dann wird die Arbeit auch entlohnt. Aber wenn die Order zum Beispiel mit der neuen Stunde durch ist bei den Einzelaktien, was durchaus auch mal vorkommt, dann ist es halt schwierig, weil dann hat man bis dahin, also bis hierhin, nicht wirklich was verdient, also oder ein bisschen was. Und ich glaube, die Auszahlung wären jetzt hier die letzten 3 Minuten aktuell. Das ist dann so ein bisschen die Auszahlung dafür, für die Arbeit dann. Das wäre das, was man dann erreichen müsste mit einer gewissen Größe. Ja, da ich aber hier vorne ja schon nichts gemacht habe, ist dann da oben. Also ich gehe in so einer Order, gehe ich auf alle Fälle nicht oben long. Also das fällt komplett aus. Ja. Ja. Was man jetzt halt machen kann, ist, wenn ihr merkt, okay, diese Order bekommt eine gewisse Dominanz, dann wäre halt hier noch die Möglichkeit, ich habe jetzt diesen Preisindikator hier nicht mehr, aber dann wäre es hier eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich lege hier Limits rein. Die Kerzen sind relativ klein, aber wenn ihr jetzt hier schaut, das sind ja die ganzen Außenkerzen, die jetzt der Markt hier auch gemacht hat. Ja, und den Bereich hat er ja gut gehalten. Dann ist es so, dann kann man hier unten schon anfangen. Aber man muss halt irgendwie 5, 6, 7 entweder CFDs, also Positionen, also man braucht halt mehrere Positionen. Und dann wäre hier als Beispiel eine Position drinne, dann die zweite am Tief dieser Kerze, die dritte dann hier. So, und wenn der Markt hier einmal kurz runterkommt und dann in der Order wieder steigt, oder nur die erste Position holt und dann wieder steigt, dann hat man immer mal eine drin und dann kann man sich so langsam dann dort reinbringen. Ja, so. Ja, im 5-Minuten-Chart sieht es jetzt auch ganz gut, so halbwegs gut aus. Ne? Können wir den hier auch nochmal Only anmachen. Ja, also jetzt hier ist aus dem Verschachtelten denn dieses doch konstante Bild, aber verschachtelt, aber zumindest ist es jetzt doch relativ konstant geblieben. Ja. Die Kerze ist natürlich die aktuelle 5-Minuten-Kerze ist eigentlich die entscheidende, weil wenn die nächste jetzt nicht ganz so stark verschachtelt, ist es die erste Kerze, wo man auch, wenn man Stop-Loss nachzieht, über den 5-Minuten-Chart endlich mal Strecke machen kann, weil bis jetzt war der Stop-Loss hier unten, wenn man den Long halt hatte. Ja, und jetzt kann man den vielleicht erst nach einer halben Stunde hier anpassen
Und hier könnte man, wenn jetzt die nächste gleich ein bisschen steiler werden würde, dann könnte man hier endlich mal so ein bisschen auch von einer zur nächsten Kerze Strecke machen, ja, mit dem Stop-Loss. Mal gucken, wie die neue 5-Minuten-Kerze losgeht. Ja. Ja, vielleicht, wie gesagt, wird es ja auch ein bisschen dynamischer noch. So, dann noch eine Frage. Wieso ist dein Chart bereits bei mehr als 12.000? Das liegt am Future. Der Future steht woanders. Der habe ich hier einen Tag. Wo ist Tag? Da. Oder? Da haben wir einen US-Tech, der steht bei, ja, also der Future steht aktuell, kann ich rechnen, 11,98 und 1200, der Future steht 100 und grob 121 Punkte höher, 122 Punkte. Ja. Das ist das Aufgeld, das ist dann halt bis zum Ende der nächsten Laufzeit, nämlich dann im März, wenn der verfällt, am dritten Freitag, so wie jetzt im Dezember, dann ist der Abstand wieder null. Genau. Könnte man jetzt ausrechnen, ob man in einem CFD halt diese 121 Punkte bis zum März auch verliert durch die Swap-Gebühren? Und dann, wenn das weniger wäre, was aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ist, dann könnte man sogar Arbitrage machen. Das heißt, man könnte den einen Wert kaufen, den anderen verkaufen und hätte dann die Differenz eingebucht. Ja. Müsste man dann bis März halten. Genau. Aber die Differenz kann sich auch noch ausweiten oder zusammengehen, denn wir bekommen ja jetzt dann noch morgen dann die Zins. Ja, Quatsch, heute Abend. Heute Abend ja den Zinsentscheid und der hat auch einen Einfluss auf den Unterschied zwischen Kasse und Future. Ja. Mal gucken, was der Abstand morgen ist, ob es da auch 120 sind oder ob er dann geringer ist oder dann höher geht. Das kommt auch darauf an, wie sich die Zinsen entwickeln. So, also man sieht, die Kasse-Order läuft ganz gut. Ja, der Markt schwubbelt sich da so schön nach oben. Und ja, wir sind jetzt nicht dabei, aber ich denke mal, man konnte es ganz gut erkennen, dass wir hier im Kassamarkt dann doch so nach oben gehen. Ja, brauchen wir Geduld, Zeit und wie gesagt, bis zur 12.017 eher anstrengend. Jetzt ein bisschen besser, weil jetzt der Markt hier ein bisschen Strecke gemacht hat. 20 Punkte. Ja, mal sehen. Auf alle Fälle will man das Ding hier kaufen und man kauft hier vor. Und ja, mal sehen. Die Stunde sieht jetzt schon ganz gut aus. Hier kommen wir an das eine Stundentief dran. Mal sehen, was das ist, wie weit es da, ob es dort weitergeht. Ja, ansonsten, wie gesagt, wäre jetzt hier relativ weit oben. Also es wird hier sicherlich spannend werden. Also ich bin mal gespannt, wie lange die Order jetzt geht. Also ich engagiere mich hier in dieser Order nicht. Ich habe A, den Anfang verpasst und B, hier in der Mitte und schon am Hoch schon gar nicht. Wie gesagt, steige ich nicht ein. Da muss ich zugucken. Ich brauche da irgendwie einen Rücksetzer. Entweder Minimum in der 1-Minuten-Kerze, also dass man hier so bereit ist, direkt hier schon reinzusteigen und da anzufangen. Oder zumindest im 5-Minuten-Chart, dann wartet, bis dann mal so ein unteres Drittel erreicht wird von so einer 5-Minuten-Kerze und dort dann halt anfängt. Ja. Wie gesagt, für mich ist dann immer so eine Orders haben halt eine gewisse Haltbarkeit und irgendwann ist die fertig. Und wenn ich jetzt überlege, jetzt fange ich an, nachdem die Order dann halt 30 Minuten gelaufen ist oder jetzt aktuell weiterläuft, ja, klar ist, wenn die Order dann vorbei ist, dann ist man halt der Depp. Ich meine, es ist ja nicht gesagt, dass die Order, ich meine, es gibt auch Orders, die laufen halt 2, 3 Stunden. Ja, das kann sein, dass wenn man jetzt sagt, gut, ich engagiere mich jetzt hier nicht mehr. Ja, und dann passiert aber Folgendes, dass am Ende guckt man eine halbe Stunde später drauf. Ja, guckt man eine halbe Stunde später drauf und auf einmal eine halbe Stunde später steht der Markt hier oben. So. Ja, und dann hat er sich ja die ganze Zeit hier so hochgewackelt. So. Ja, dann kann man sagen, hätte man doch nochmal anfangen können. Aber ich sehe einfach immer das Risiko für mich, das Risiko, und mir ist es das jetzt nicht wert, da oben anzufangen, falls das Ding zu Ende ist und hier runterfällt. Mal gucken. 16:15, Viertelstunde vorbei. Da könnte vielleicht nochmal was gehen. Also eventuell sich der Charakter des Marktes verändern. Ansonsten darf es halt weiter wackeln.
So. Und ich wackel dann aber nach Hause. Genau. Ja, dann wird sicherlich spannend werden. Die Vola wird auch dann mit der Zeit rausgehen. Die Vola wird dann mit der Zeit rausgehen in Richtung eventuell, also mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung des Zinsentscheid. Jetzt können wir ja mal gucken. Das könnte man vielleicht noch am Ende jetzt noch mal kurz gucken. Der letzte Fed-Zinsentscheid war, gucke ich in meinen Börsenkalender rein. Am 2.11. war ich da. Ja, da war ich dann. So, 2.11. Dann können wir ja. Aber ich habe ja die Amis jetzt nicht. Ja, aber wir können ja mal gucken, ob ich hier so weit. Hier in dem Chart komme ich nicht so weit hinter. Wo ist denn dieser USTIC? Da mal gucken. So. So, ich gucke mal kurz, wie weit ich hier hinterkomme. Ich ziehe mal das hier rüber, dann kann ich das hier. Komme ich hier, dann machen wir hier 5 Minuten. 5 Minuten Chart einmal, springt er wieder. Ja, klar. Reg ich mich doch nicht auf, was ist denn jetzt los? Neues Chartfenster. So, wir hier mal das Handeln aus. So. Stunde. Wann war's? 2.11. Da, das ist der Fed-Zinsentscheid vom letzten Mal. Ja, da ging es halt erst hoch, kurz und dann doch weiter nach unten. Das wäre halt, wie gesagt, muss man halt überlegen. Also aktuell ist ja die Aus, also es hat sich ja, also eine, was sich verändert hat, oder es hat sich eigentlich ja nicht wirklich viel verändert. Klar ist die Inflation ein bisschen zurückgekommen, etwas schwächer. Aber auf der anderen Seite ist ja auch so, dass trotz alledem der Arbeitsmarkt immer noch weiter sehr robust halt ist. Also von daher mal gucken, wie das Wording heute kommt. Und ich glaube, mit der Pressekonferenz dann mit Paul ging es das letzte Mal dann halt so stark erst nach unten. Also es war dann erst mit der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr. Ja. Da ist der Markt auch vorher schon ein bisschen gefallen. Ja. Also Gegenteil von heute. Genau. Ja. Darf man gespannt sein. Also ich bin auch gespannt. Rein bewertungstechnisch ist der Markt, vor allem auch der S&P 500, relativ weit oben oder relativ teuer in Anführungsstriche. Also bin mal gespannt, was da denn heute geht. So, ich mal den mal zurück. So, mal gucken. 16:15 Uhr. Jetzt ist hier noch ein bisschen seitwärts innerhalb der letzten 10 Minuten. Ja, also wie gesagt, ich werde mich da heute nicht mehr engagieren. Ich bin durch für heute. Ich habe gar keinen Trade gemacht und will jetzt auch, also würde jetzt auch nicht nochmal anfangen zu handeln. Ah doch, na klar, einen Trade habe ich heute gemacht mit 6,57 Euro. Juhu. Gut, also das wäre es dann für heute und für dieses Jahr dann auch gewesen hier bei FX Flat. Ich bin dann soweit durch für heute. Wie gesagt, ist jetzt nicht mehr geworden, habe mich nicht reingegroovt in den Markt und von daher ist es okay, aber ich hoffe, dass er einfach über den Ausbildungsanteil und über die Kommentierung so ein bisschen einen Marktzugang oder Marktverständnis habt, warum das gerade so wackelt, wie es wackelt. Ja, und dass hier gerade die Order in der Kasse war, was ich ja mehrfach erwähnt habe. Und wie gesagt, wenn es gut läuft und ihr hält das noch ein bisschen an, dann mal auf die EMAs achten. Und ansonsten, wie gesagt, so ein bisschen Außenkerze-Range innerhalb der Außenkerze, 5 Minuten, 1 Minuten. Wie gesagt, viel Arbeit, weil Kerzen extrem stark überlappend. Das, was man jetzt hier sieht, ja, dass der Markt sich an manchen Stellen Ewigkeit nicht vom Fleck bewegt und einfach nur halt hier überlappend seitwärts läuft oder auch jetzt hier
ja, 10 Minuten lang und 10 Minuten, das oder 6, 7 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten oder auch hier, ja, das kann schon echt nervig sein, bis dahin gehen, bis dann wieder Bewegung reinkommt. Ansonsten ist es halt echt nervig, weil der Markt halt immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. Ja. Gut, dann wünsche ich euch an dieser Stelle, man sieht sich ja meistens noch auf anderen Kanälen, sind ja einige da immer dabei, die auch woanders noch mit reinschauen. Denn aber an dieser Stelle, mit dieser Veranstaltung wünsche ich euch ein gutes, erholsames Jahresausklang, schönen Weihnachten, guten Jahreswechsel und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Ich glaube am 11.01.2023. Bis dahin habe ich auch Urlaub. Ich bin nämlich ab Freitag im Urlaub bis zum 9.01. Ein Monat gönne ich mir mal. Ich bin nicht wirklich im Urlaub, ich bin schon im Urlaub, aber gibt ja viel vorzubereiten fürs neue Jahr. Gut, genau. Also dann schöne Feiertage, euch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und wir lesen und hören uns ja sowieso noch ein bisschen bis dahin. Und ja, vielen Dank auch für den interessanten Ausbildungsanteil. Gern geschehen für euch, dass ihr da auch ein bisschen was mitnimmt und Mehrwert habt. Ja, bloß wenn ich jetzt hier immer ein paar Trades nur vortrunne, ich meine, bringt ja am Ende auch kein was. Ich glaube, das Verständnis kann man viel öfters anwenden. Und sich dann vielleicht dann auch überlegen, Mensch, kann ich das handeln, kann ich das nicht handeln? Und dann habt ihr ja auch eine Idee, wie man es vielleicht handeln kann oder könnte. Genau. Dann die letzten Worte an FX Flat. Vielen Dank auch übrigens erstmal an FX Flat noch. Ich werde mir, bevor ich das Büro verlasse, noch eine schöne Nougat-Kugel gönnen. Es gab nämlich ein schönes Weihnachtsgeschenk von Seiten von FX Flat. Man muss nämlich aufpassen, dass man nicht alle an einem Tag isst, ne? Also nur gut, dass er das in eine Holzschachtel gepackt hat. Ja, ich habe jetzt So hier keine sieht's aus. Fernseher. Sonst hätte ich euch die gezeigt. Genau, also letzten Worte an dich, Florian, und an FXZ und vielen Dank, dass ich hier auch immer wieder mal mein Wissen der breiten Öffentlichkeit präsentieren kann. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ich danke dir, Heiko. Vielen Dank fürs Webinar. Auch an die Teilnehmer, vielen Dank, dass sie bei der Webinarreihe jetzt dieses Jahr auch immer so zahlreich dabei waren. Na, wir werden das Ganze natürlich dann im nächsten Jahr zusammen mit Heiko dann auch in der einen oder anderen Form auch weiterführen. Na, Termine sind wir gerade noch am, ich sag mal, erstellen. Ja, und Sie bekommen dann die Infos zu den neuen Terminen dann auch im Laufe des Januars von uns zugesendet. Von daher machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie das erste Webinar verpassen. Das wird alles an Sie rausgehen. Gar kein Problem. Gut, dann habe ich nichts mehr hinzuzufügen an dich, Heiko. Und natürlich an die Teilnehmer, die ich jetzt nicht mehr höre in den restlichen Webinaren diese Woche oder auch nächste Woche. Haben Sie einen schönen Jahresausklang, wie der Heike schon sagte, und bleiben Sie gesund. Aber wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. No!